Dann die nehmen wir aber in klein und den nehmen wir in groß. Dann machen wir das hier. Hier den Bereich. Warte, wie viele Bereiche? Drei neben dem Fenster. Okay. Oh. Nachfüllen. So, hier. Und hier. Dann das hier oben noch. Und wieder nachfüllen. Und das. Dann machen wir, das sind auch wieder drei von der Wand. Eins, zwei, drei. Und ab hier. Das sind eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sieben, acht, neun, zehn. Weiter geht nicht. Ja, was machen wir dann? Den Bereich würde ich nicht gerne in dem dunklen Braun machen. Dann können wir vielleicht hier die Wand. Machen wir die komplette Wand hier damit. Nee, das wollte ich ja gar nicht, verdammt. Ah. Aber egal, dann machen wir hier zwei und hier zwei. Den Bereich. Das hier. Und das hier. So, noch einmal Farbe Tau. Und dann nehmen wir den Farbton und machen den Rest damit. Das war jetzt aber echt dämlich von mir, dass ich hier auch noch dieses dunkle Braun genommen habe. Hier. Ich glaube, so ein kleiner Eimer hätte hierfür auch gereicht. Kommen. So, das bisschen noch. Ah, schon wieder leer. So, Licht ist an. Und das bisschen noch hier. Nicht durch an den Dingern da. An den Lampen.
Einmal kurz an die Seite damit. Und dann gleich haben wir die Wände hier auch schon fertig. Okay, hier habe ich alles gestrichen. So. Ja, die Wände haben wir alle. Warum können wir nicht bis da ganz hin? Warum ist hier? Woran liegt's? Ist da irgendwas? Verstehe ich nicht, aber naja, egal. Jetzt einmal die Decke noch. So. Ja, war klar, dass die Farbe nicht mehr reicht. So. Dann hier noch. Und letztes Mal nachfüllen. Voila. Können wir die beiden wieder verkaufen? So. Moment. Hier muss ich noch was montieren. Hier. Montieren vergesse ich ihn wie immer. So, rein da, rein. Drauf. So. Und den haben wir fertig. Ach, alles erledigt schon. Ah, das geht zur Küche direkt. Den Rasen müssen wir jetzt nicht machen. Aber immerhin wieder gut Geld, fast 6000 bekommen. Ja, sieht gut aus, finde ich. Und Farben. Den Flur musste ich nicht machen. Der Flur musste nicht gestrichen werden. War keine Aufgabe für. Kochen für die Enkel ist die Lieblingsbeschäftigung aller Omas. Oh, das glaube ich auf jeden Fall. Meine Oma, die kocht auch immer gerne. So. Ich habe jetzt irgendwie Bock, hier mal wieder was zu machen. Komm, hier. Den haben wir. Ich muss ja so machen. Hier ist einer. Ich glaube, wir können hier alle Häuser durcharbeiten, die hier gibt's. Bin ich auf jeden Fall der Überzeugung.
Dann machen wir mal den hier. Perfekt, nur eine Hälfte. Mais Klient möchte in der Hälfte dieses Reihenhauses leben. Es erfordert nur ein leichtes Finish. Budget 7.500, Entscheidungen 2, Räume 10. Die machen wir jetzt. Nachdem du die Verhandlungsfähigkeit freigeschaltet hast, kannst du versuchen, einen höheren Preis für das von dir angebotene Haus auszuhandeln. Auftrag nur eine Hälfte. Mia arbeitet in der Renovierungs- und Vermietungsbranche und sie erwartet ein Kind, darum kann sie nicht so viel wie üblich arbeiten. Jemand muss ihr mit einem Haus für ihre Kunden helfen. Es handelt sich um eine Doppelhaushälfte, das viel Arbeit benötigt. Mia hat darum gebeten, bei einer Hälfte Hilfe zu bekommen. Zum Glück braucht das Haus keine grundlegende Renovierung, da es vor kurzem schon renoviert wurde. Es befindet sich in einem guten Zustand und braucht nur noch ein paar Feinheiten. Der Kunde hat zwei Hunde, die feste Familienmitglieder sind. Wenn das Budget reicht, sollten wir ein paar Accessoires für die Hunde besorgen. Wir sehen uns dort, Greta und Oliver. Jo. Sieht schon interessant aus. So, das ist die eine Hälfte, das ist die andere Hälfte des Hauses. Kann ich da irgendwie... Warte, ich will unbedingt jetzt hier rüber. Zum Nachbarn. Und schauen, ob da was machbar ist. Nee, ich kann da nicht durch. Schade. Oh. Das sieht ja schrecklich aus. Aber immerhin müssen wir hier nur den Müll aufräumen. Hallo? So. Und fertig. Ist die Garage? Hä? Ach so. Ich wollte schon sagen. Das ist ja interessant gestellt worden hier. Aha. Hier in dem Raum muss ich nichts machen. Oh. Hier liegt hier alles noch voll mit Müll. So, hier sind zwei Entscheidungen, die getroffen werden müssen. Ach, hier muss ich wahrscheinlich eine Wand hinbauen. Und den hier abreißen. Jo. Defekte Leitung. Es sieht so aus, als wäre die Heizungsleitung defekt. Das Leck muss repariert werden. Irgendwo hier müsste ein Hauptwasserhahn sein. Oh. Hab ich das jetzt verursacht? Boah, ich hoffe nicht. So, und das da oben noch. Ah, und der hier. So, dann das und das und das. Ach, hier unten auch noch. Warte mal, irgendwo im Keller hieß es, glaube ich. Muss ich im Keller. Was ist das denn? Hier gibt es irgendwo einen Keller. Ist das ein Keller? Nein, von hier kam ich, ja. Ist das. Ist das eine Garderobe? Leerer Raum, ja. Ja, ich kann hier so lange weiter wischen, wie ich will. Der ist verkauft. Ich muss in den Keller. Wo geht's in den Keller?
Habe ich jetzt nicht richtig gelesen, ne? Ja, das zu. Komm, ich baue erstmal diese Wand hier. So, hier muss die erste hin. Und dann. Nee. Wieder hier hin. Und hier. So. Dann haben wir hier noch was. Du kannst die maximale Anzahl der Wände in einer Reihe bauen. Ja, machen wir das. Und Anforderung der Aufträge 10%. Ja, dann haben wir das auch schon mal. Hier haben wir fertig. Hier haben wir fertig. Da muss noch einiges gemacht werden. Hier muss noch einiges gemacht werden. Eine Wand müssen wir noch zerstören. Nice. Hier ist fertig. Hier ist fertig. Und hier noch ein bisschen. Also dann ist nur noch eins. Aber wie machen wir das hier jetzt? Oder warte. Wie bückt man sich nochmal hier? Ich bin jetzt ein bisschen, die Wasserinstallation verkaufen. Ach so. Ah, okay. Okay. War ein bisschen überfragt. Nur leicht. So, dann müssen wir jetzt Aufgaben. Die müssen wir holen. Ja, komplett oder... Ja, komm, wir nehmen hier komplett. 1, 2, 3, 4. Und 5 und 6. Ich glaube, das wird reichen. Kann sein, dass es zu viel ist. Und dann machen wir hier. Oh, das da gefällt mir nicht. Die sind nicht in einem Dingens hier. Wie heißt das? Wie heißt das nochmal richtig? Ihr wisst, was ich meine, oder? Du auf jeden Fall. Du weißt es auf jeden Fall. Die anderen nicht, nur du. So. Ja, wir haben hier zwar nur die Aufgabe, 25 Wandbereiche damit zu machen, aber wir machen das komplette Bad. Weil das wäre dann einfach nur unfertig und das wollen wir nicht. So, dann wieder den hier. So und so. Ja, die beiden haben wir hier zu viel gekauft. Das, ja, habe ich Mist gebaut. So, wieder drauf und dann verkaufen wir das. Dann will der das hier haben für den Boden. So. Dann würde ich sagen, die Decke lassen wir so, wie sie ist. Das drehen wir mal auf. Und hier muss ein Waschbecken sein. Ich finde, so wie der jetzt ist, passt er am besten dafür. So.
zu. Und den hier. Aufdrehen und aufdrehen. Und rein da. Und nur noch ein WC. Ah, weiß. Weiß wird reichen. So. Duschenstation und altmodischer Spiegel. Dann kommt die Dusche hier hin. So. Drehen wir mal auf. Dann ebenerdige Dusche Jean. Boah, das ist nice. Metall nehmen wir hell. Und montieren. Boah, sowas ist nice. Das ist ja richtig nice. Ich will auch sowas. So, und altmodischer Spiegel, den müssen wir noch holen. Hier. Würde ich sagen, genau so nehmen wir den, wie der ist. So. Nice. Dann hier. Streichen mit den Farben Naturbeige. Dann machen wir das. Ich nehme vorsichtshalber trotzdem einen großen Eimer. Und leg dann los. Erstmal die Decke hier. So. Man kann das hier jetzt auf. Und da. So, hier drinnen würde ich dann auf den Bereich machen und hier auf. So, dann füllen wir noch mal nach und fangen mit der Wand hier an. Ah, schon wieder leer. Da geht die Farbe leer auf der Rolle. Jetzt aber noch mal nachfüllen, nicht dass wir gleich wieder eine leere Rolle haben. Ach, schon wieder leer. Oh, das geht echt ein bisschen zu schnell mit der Farbe. So, dann hier noch. Haben wir das auch. Muss ja mal schön hier einheitlich bleiben. Da oben noch und bis. Auch wenn es eine Doppelhaushälfte ist, irgendwie, die gefällt mir schon, die Wohnung. Oder die, das Haus, die Hälfte. Das halbe Haus. So. Ist es irgendwie auch möglich, hier in dem Spiel sich ein komplett eigenes Haus von Grund auf aufzubauen? Wisst ihr das? Das würde mich definitiv auf jeden Fall interessieren. Vielleicht finden wir das auch noch raus im Laufe des Let's Plays. Aber das wäre geil. Dann würde ich auch gerne Haus komplett vom Grund auf mal bauen. Oder vielleicht kommt das auch irgendwann als DLC raus, das wäre auch nice. So, hier haben wir fertig mit Farbe. Maler Vorhang. Den brauchen wir noch. Achso, Fußbodenlaminat.
So. Und hier. Ja, okay. Wenn er nach hier hin aufgeht, dann brauchen wir das nicht. So. Dann wird hier vielleicht so ein warmes Braun oder rote Seide. Ja, ein warmes Braun ist irgendwie besser. Würde hier am meisten Sinn machen. So. Und dran. So. Doppelbett mal. Oh, das sieht. So sieht das Ding wie edel aus. Dann würde ich das auch so lassen wollen. Natürlich. Dann machen wir das aber hier. Jo. Dann Buffett Mall würde ich auch eher so einen Ton nehmen. Das da müsste auch Walnuss. Ne. Das sieht eher Sapeli aus, genau. Ja. Der kommt dann hier hin. Hundebett mit gemusterten Kissen. Auch Sapeli, dann machen wir hier. Dann würde ich hier, ja, komm, wir nehmen drei verschiedene Dings hier. Ne, hier passt da nichts rein. Warte mal, können wir den nicht vielleicht dann woanders hinpacken? Vielleicht hier hin. Und hier kommt das Hundebett. Genau, ist noch so geblieben, wie wir das wollten. Ja. So. Kommt hier das Hundebett. Den packen wir dann erstmal hier hin. So, Einzeltür. Für den Schrank. Warte mal. Ne, spiegeln können wir das nicht mehr. Das muss also alles. Hä? Was haben wir gemacht? Warum hatten wir die nicht mehr bei uns hier im Dings gehabt? Ne, dann machen wir das so. Ja, dann haben wir hier zwei Wandschränke. So, dann Deckenlampe. Was wird gut aussehen hier? Innenseite. Creme und dann außen vielleicht. Ach komm, lassen wir auch Creme. Wird reichen. So. Dann Bild. Können wir hier so da hinhängen. Und. Ah, Teppich. Wird dann hier so einen Kaffeeton. So einen Braunton machen. Und dann. Warte, können wir den größer machen? So. Ja. So ist optimal. Das Zimmer ist auch fertig. Dann. Hier müssen wir auf jeden Fall noch was machen. Dann. Jemand hat bereits angefangen, an der Küche zu arbeiten und sich für ein dunkles Braun entschieden. Sollen wir diese Farbe beibehalten? Die Idee ist einzigartig. Lasst uns traditionelle Hängelampen und helle Möbel mit braunem Granit benutzen. Auf diese Weise harmoniert der Raum und erstrahlt ein Licht. Oder ich denke nicht, dass unser Kunde mit einer Küche zufrieden ist, die wie eine Dunkelkammer aussieht. Lass uns hellere Farben an den Wänden benutzen. Pendelleuchten würden so einen kleinen Raum noch kleiner wirken lassen. Wir brauchen oberflächlich angebrachte Lampen. Ich kann mich irgendwie mit dem mehr anfreunden, sagen wir so. Streiche mit den Farben blutiges Rot. Was? Blutiges Rot.
Ja, dann streichen wir blutiges Rot. Dann machen wir hier das hier noch eben. Das, was angefangen wurde, eben noch zu Ende hier. So, 50 Wände müssen wir machen. Dann machen wir eben auch die Decke schnell fertig hier. Ach, hätte auch so gereicht. Egal. Und wieder nachfüllen. Und das hier noch. Wandfliesen legen, dunkles Hexagon, Mosaik. Ah, dann würde ich sagen, das dunkle Hexagon, Mosaik, fangen wir ab hier an. Das wäre dann hier die Grenze, oder? Ja. Und dann machen wir hier. Das alles noch in dem blutigen Rot. So. Und hier haben wir das. Ich glaube, das wird reichen, das eine. So. Nein, wird's nicht. Ich kaufe mir mal eben noch schnell einen zweiten Stapel. Ja. Dann können wir den Rest gleich wieder verkaufen. Ach, haben wir nicht. Drei noch und dann wäre es das auch. Oder wir machen das hier auch noch damit. Und den machen wir auch noch um einen so. Und dann hätten wir es hier. Dann brauchen wir noch einen dunklen Eckschrank. Rechts Colina. Oder warte, Bodenfliesen. Als allererstes Bodenfliesen. So. Und dann wieder hier. So. Und das so. Und das bisschen hier noch.